So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich mache hier mal mein Licht irgendwie schön, schöner. Unser Dorf soll schöner werden. Ja, schön, dass du da bist. Wir wollen mal wieder in die Karten reinschauen. Was gibt es da auf dem etwas anderen Kartenlegekanal bei mir auf Angel Readings? Wir schauen heute mal und beleuchten die Frage, wie geht's ihm denn eigentlich so ohne dich? Na, das ist ja was. Die Frage, die man sich immer wieder stellt, geht es ihm gut? Hat er dich schon vergessen? Leidet er vielleicht auch gerade? Hat er vielleicht auch sogar ein schlechtes Gewissen? Na, wenn man sich einfach so zurückzieht, ohne Erklärung, ohne jetzt müssen wir mal sprechen, weil hier und da passt es für mich nicht, sondern wenn er einfach weg ist oder du ja auch irgendwo irgendeine fadenscheinige Erklärung bekommen hast und du sagst, naja, also das kaufe ich dir jetzt so in der Form nicht ab. Also, wir schauen heute nach, wie geht's ihm ohne dich? Was ist bei dir zu sehen in der Energie bei euch beiden? Wir schauen ja neuerdings am Kanal auch immer mal bei dir. Was ist denn in deiner Energie zu sehen? Und dann schauen wir auf jeden Fall am Ende noch die Tendenzen an. Was ist denn da jetzt in der nächsten Zeit zu erwarten? Weil, ich kann ja auch immer viel aus der Sicht des Mannes erzählen. Viele Männer leiden schon, wissen vielleicht auch, ja, die hast jetzt vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen, aber ich sitze das jetzt aus. Ja, dieser Schmerz der Sehnsucht und des Vermissens oder der Reue wird schon irgendwann vergehen. Gibt es viele Männer, die das machen, aber wir wollen heute erstmal reinschauen, wie geht es ihm ohne dich? Und ja, vielleicht gibt es ja für dich auch einen kleinen Anhaltspunkt, ein Einfallstor, wo du sagst, ja, da könnte ich mal reingrätschen und vielleicht noch irgendwas retten, was zu retten ist. So, also, das schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Ich bin gespannt. Ach so, wir brauchen ja euch ein Bild, weil was soll das ohne Bild? Also, los geht's. Tja, da sind auch schon Karten. Wunderbar. Ich sage mal, es geht los. Auf los geht's los. Ich setze mal meine Brille auf. Ich habe übrigens das Video zum Stuhlbau schon fertig. Das werde ich dann heute oder morgen noch auf meinem anderen Kanal hochladen und dann was in die Community schreiben. Also, wir schauen mal nach. Wie geht's denn deinem Herzblatt im Rückzug? Und da mogelt sich und mörbelt sich eine Karte heraus. Das ist eure Themenkarte. So, und also bei dieser Karte, da geht es ja schon mal sehr stark drum, ja, neue Energie, dass etwas, ja, vielleicht etwas Neues entstehen kann. Ja, dass da vielleicht auch irgendwie, ja, da geht es auch ums Wurzelschlagen. Diese Karte kommt mir bekannt vor. Ich glaube, die hatten wir die Tage schon mal. Wo irgendwie in eurer Energie so das Thema da ist, könnte man es denn vielleicht besser machen als das, was ihr bisher hattet? Ein holpriges Kennenlernen, viele Fragezeichen mit Rückzügen, ne, fadenscheinige Erklärungen, du bekommst nicht das zurück, was du gibst. Ne, also irgendwie so ein bisschen holprig der Start gewesen. Wo es jetzt, ja, wo alles komisch ist, tatsächlich in der Energie, um das Thema, ja, neue Energie, vielleicht nochmal, ja, beieinander Wurzeln schlagen, aber vorzugsweise anders oder besser, ne? Dass man Dinge, die im ersten Kennenlernen oder in der ersten Zeit miteinander irgendwie schief gelaufen sind. Na, vielleicht gab es da ja auch Meinungsverschiedenheiten. Vielleicht war er auch unzufrieden. Na, hat es dir nicht gesagt? Na, viele Männer reden ja nicht so wirklich gerne über ihre Themen, sondern ja, die schlucken es runter und ja, wenn sie dann genug runtergeschluckt haben, sind sie weg. Na, also das ist natürlich auch eine Kunst für sich. Von daher geht es da um neue Energie. Es darf vielleicht tatsächlich nochmal ja, ein bisschen Inspiration rein bei euch beiden. Du musst ihm natürlich schon auch sagen, pass auf, dies und das hat mir nicht gefallen. Ich hätte schon gerne gehabt, dass du dich mir mehr öffnest, dass du mir auch mal deine Gefühle mitteilst. Ne? Musst ja nicht den ganzen Tag über deine Gefühle duseln, sondern ich möchte schon gern wissen, wenn was nicht stimmt, weil nur dann kann man ja gerade anfangs in der Partnerschaft oder im Kennenlernen noch die ein oder andere kleine Stellschraube drehen. So, was ist bei ihm in der Energie erstmal zu sehen? Wie geht's ihm? Königin der Münzen. Ja, Münzen, da geht es auf jeden Fall schon. Und das ist auch wieder interessant, dass diese Karte kommt. Und deswegen weiß ich, dass das mit der Kollektivenergie tatsächlich so stimmt. Es ist immer eine Zeit lang da. Und jetzt haben wir eben hier schon wieder die Königin der Münzen in seiner Energie, in seinen Gedanken aktuell.
bist du auf jeden Fall präsent, weil das ist auch eine Personenkarte, als eine bodenständige, vernünftige Frau, die auch für Sicherheit steht. Also er weiß schon, dass du auf jeden Fall mal eine Frau bist, mit der man länger planen kann. Ne? Keine Eintagsfliege, ne? Sondern wenn es darum geht, in eine feste Partnerschaft zu gehen, dann bist du hier eigentlich für ihn die Richtige. Also das ist ja schon mal interessant und das hatten wir die Tage, glaube ich, auch schon mal, dass er auf jeden Fall so gestrickt ist in seiner Energie momentan, dass er weiß, okay, du bist die richtige Frau. Das heißt, hier heißt jetzt nicht, dass er mit einer anderen Frau Erfolg hat. Schlange ist bei mir erstmal immer die Heilung im Deck. Dass er für sich gerade in seiner Birne, in seinem Kopf, in die Heilung reingehen kann. Und er sucht auch gerade Lösungen. Ja? In die Heilung gehen kann natürlich bedeuten, dass er vielleicht mit einer Verflossenen, mit einer Ex noch nicht so ganz abgeschlossen hat, dass die noch in seiner Energie, in seinem Geist herumspukt. Vielleicht ging das ja unschön auseinander. Vielleicht hat er ja was hinter sich gelassen, was ihm nicht gut getan hat. Also die Lösung in Bezug auf vielleicht auf eine Ex, dass er da vorwärts kommt und sagt, ja, ich muss jetzt aber auch mal für mich in die Heilung gehen. Vielleicht tatsächlich in die Heilung gehen in Bezug auf irgendeine Verflossene, wo er vielleicht dann auch einige Federn gelassen hat. Weil auch Männer leiden ja mal, haben ja auch mal Liebeskummer, Kopfkino, ne, Fragezeichen im Kopf. Es sind ja nicht immer nur die Frauen. Vielleicht hat ihn da jemand schon sehr zugesetzt, dass er jetzt sagt, okay, ich brauche für mich Lösungen, damit ich für mich in die Heilung gehen kann, dass ich zu einer vernünftigen Frau wechseln kann, die auch für Sicherheit für mich steht im Leben, in der Partnerschaft, wo man füreinander da ist. Also das sind schon mal gute Energien da. Und bei dir, ja, da haben wir den König der Schwerter. So, ja, vielleicht weißt du ja, dass er schon eine Strategie hat. Der König der Schwerter, der steht schon für Weisheit, für Scharfsinn, für Strategie. Vielleicht wünschst du dir ja von ihm, dass er seine Themen mal anschaut, seine Themen bearbeitet, auflöst, abgibt. Ne? Vielleicht bist du da ja auch tatsächlich im Bilde und weißt, okay, der hat ja vielleicht viel erlebt, viel um die Ohren, viel durchgemacht oder ist noch nicht so mit dem Kopf ganz frei, dass er in die nächste Partnerschaft gehen kann, ne? Weil irgendjemand hängt da noch in seiner Energie. Aber gut, in deiner Vorstellung, in deiner Fiktion, in deinem Kopf geht es dann tatsächlich schon rund um das Thema, ja, hat der Mann denn einen Plan, beziehungsweise ich hoffe mal, der Mann hat einen Plan, ne? Vielleicht hat er dich ja doch nicht hingehalten. Okay, da haben wir es aber schon. So, wer natürlich hier der König der Schwerter liegt mit seiner Strategie, die er hat, ja, nervt dich das schon extrem. Also ich sehe schon in deinen Gedanken, da ist ja so ein bisschen die Sehnsucht, der Wille, dass was vorwärts geht. Die Mäuse aber wiederum, ja, da nagt es an dir, an dieser ungesunden, an dieser toxischen Lebenssituation, in der ja du gerade bist in der Liebe, wo du sagst, okay, da ist gerade einer, der ist aber auch nicht da oder ich höre nichts von ihm oder er hat mich gar irgendwie sitzen lassen. Ja, ich hoffe, er hat einen Plan. Ich hoffe, er kommt zur Vernunft. Na, das ist das große Thema, weil momentan in deinem Kopf ja außer Hoffnung nicht viel zu sehen, da auch noch Dinge, die an dir nagen, da ist Kummer zu sehen, das Gift, die toxische, die ungesunde Lebenssituation, na, wo ich bei dir auf jeden Fall schon mal wahrnehmen kann. Das, was jetzt gerade Phase ist bei dir und ihm, das tut dir mal so gar nicht gut. Das Einzige, was du hast, ist die Hoffnung auf Inspiration und neue Energie. Und im Kopf geht es darum, ja, er sollte doch wissen, dass ihr beide zusammengehört, ne, mit den Mäusen, mit dem Gift, dass du sagst, mir geht's gerade nicht gut. Ja, ich möchte gerne etwas merken, dass da was in die richtige Richtung geht. Ich gebe und gebe und gebe viel rein, viel Energie, viel Aufmerksamkeit. Ich kämpfe ja schon, aber es tut sich irgendwie auch nichts. Naja, dazu kann ich dir auf jeden Fall schon zur anderen Seite sagen, dass er da mit seiner eigenen Heilung beschäftigt ist. Und ja, kann gut sein, wenn er dann sagt, Mensch, ich bin jetzt auf Kurs, mir geht es jetzt irgendwie besser, ich weiß, was ich will. Da kann dann schon mal was entstehen. Ja, und da haben wir sie auch schon, die 4 der Kelche. Und da geht es schon
auch so ein bisschen um seine eigene Unzufriedenheit. Also ich sehe schon, der Wunsch bei beiden ist ja irgendwie da, dass etwas Neues entstehen kann, dass was sprießen und gedeihen kann, weil er auch im Herzen unzufrieden ist mit der Situation, die gerade da ist. Ne? Das ist vielleicht auch eine ungenutzte Möglichkeit. Die Möglichkeit, die er gehabt hätte, mit dir in eine Partnerschaft zu gehen. Zu sagen, komm, lass es uns versuchen. Ich habe zwar viel erlebt oder ich habe viel um die Ohren oder, aber das hält mich jetzt nicht davon ab, mit dir in die Partnerschaft zu gehen. Stattdessen gab es da vielleicht einen Rückzug, ja, und über den Ärger, dass ich jetzt auch ganz gewaltig, weil in seinem Herzen geht es um eine ungenutzte Möglichkeit in Bezug auf eine Basis, ein Fundament, das er mit dir vielleicht sogar schon hatte. Loyalität, Treue, Freundschaft, Anhaftung, der Hund, ganz, ganz tolle Karte. Ich sehe schon, im Herzen ist der überhaupt nicht, gar nicht weg von dir. Im Gegenteil, der kommt gar nicht von dir los und ärgert sich innerlich, na, dass er das Schöne, das er mit dir hätte haben können, weggeworfen hat. Hätte haben können. Was ist für ein komischer Satz? Hätte haben können. Ja, auf jeden Fall sehr viel Ärger in ihm drin, dass sein Kopf sagt, ja, ich weiß, okay, mein Kopf darf ich auch mal ausschalten. Herz, du hast ja recht, du bist unzufrieden. Und ich weiß, dass Dinge hätten anders laufen können, laufen sollen. Er hat hier quasi schlichtweg die falsche Entscheidung getroffen. Na, so, und jetzt schauen wir mal bei dir, was da los ist. Merkst du, ich kriege heute die Zunge gar nicht richtig rum. So, der Page der Schwerter, bei dir in der Herzenergie auf jeden Fall ein Mann, ein Mensch oder jemand oder dein Herz sucht nach Klarheit. Das ist das Streben nach Klarheit. Also während es dir hier oben schlecht geht, sagt dein Herz hier auch, hey, es wird Zeit, dir jetzt hier mal Klarheit zu verschaffen. Ich glaube, wenn da gerade kein Kontakt da ist, wenn du vielleicht nicht wirklich Antworten bekommst von ihm, ne, oder wenn du auch jetzt sagst, naja, ich melde mich jetzt mal nicht, der kann mich mal gern haben, sagt dein Herz schon trotzdem, ich möchte gerne Klarheit haben in Bezug darauf, ob hier eine Entwicklung nochmal stattfinden kann. Ja, die helle Seite der Wolken zeigt auf die Karte der Entwicklung. Das heißt, du möchtest in dir drin schon die Klarheit haben, dass sich, wenn auch nur langsam, sich etwas in die richtige Richtung entwickelt. Ne? Also man sieht schon, dir geht es im Kopf nicht gut, dein Herz sagt, mein Gott, was ist denn nun? Er im Herzen sehr, sehr unzufrieden, im Kopf sehr, sehr, vielleicht auch beschäftigt mit Lösungen für seine eigene Heilung. Also wenn man fragt, wie geht's ihm denn ohne dich? Ja, dir geht's sowieso nicht so gut, das sehe ich schon. Du möchtest gerne deine Klarheit haben. Bei ihm geht's im Kopf um die Heilung, dass der Kopf mal wieder zur Ruhe kommt, dass das Herz auch mal da sein darf, ne, und ihm sagen darf, hey, ich bin unzufrieden mit der Situation, die du erschaffen hast. Er hat das ja selbst gemacht. Ja, hier gab es eine Basis, hier gab es ein Fundament, hier gab es Anhaftung, Loyalität, Treue, alles da. Und da möchte ich jetzt gerne vielleicht schon in eine höhere Stufe der Beziehung eintauchen, wenn du es denn endlich mal vielleicht zulässt. Ja? Das ist auch die Karte der Erkenntnis, der Lehre. Das ist eine Karte für eine höhere Stufe in einer Beziehung. Ja, steht vielleicht so ein bisschen auch, glaube ich, soweit ich weiß, für Hochzeit. Aber so weit will ich jetzt nicht gehen, um Gottes Willen, lass dir damit Zeit. Ne, dass der Hierophant hier schon sagt, okay, ich habe meine Lehre schon gehabt aus dem Thema. Ich habe schon verstanden. Ich habe mein Lehrgeld bezahlt. Ich habe hier eine falsche Entscheidung getroffen. Das ist die Energie, die ihn gerade umgibt. Und das ist natürlich toll. Da haben wir wieder heute im Kollektiv genau zum richtigen Zeitpunkt reingeschaut, dass er, ja, hier ist nochmal die Unzufriedenheit, ne? Routen, Diskussion, Streit, Zweifel, Selbstzweifel, Unzufriedenheit, da schaut er ja auch drauf. Also ich sage dir, er wird sich in der nächsten Zeit intensiv seine eigene Unzufriedenheit anschauen, ne? in die er sich ja selber hineingebracht hat. Ne? Also alles hausgemacht bei ihm. Du bist die Leidtragende aus der ganzen Situation und hockst jetzt bloß da und kannst warten, würde ich schon sagen, bis sich er Dinge entscheidet. Oder du wartest nicht. Ne? Ich sage ja immer, warte nicht so lang auf einen Menschen. Ne? Deine Lebensreise ist deine Lebensreise, nicht seine Lebensreise. Du entscheidest, was gut für dich ist.
Ja, hier geht es natürlich schon auch um eine positive Rückkehr. Naja, das sieht man ja gerne, denn man sieht ja, da kommt wieder einer zurückgeritten. Das ist auch so eine Glückskarte, Lebensfreude, eine Rückkehr in deiner Energie. Also ich kann dir schon sagen, dem geht es wahrscheinlich gerade so schlecht, dass er eigentlich nichts anderes will als zu dir zurück. Also das ist interessant zu sehen. Das war dann heute quasi eine Punktlandung in der Kollektivenergie, da ich mal reinfragen wollte, wie geht's denn dem Herzblatt eigentlich im Rückzug, in der Trennung? Und da kann ich dir sagen, ihm geht's mal so überhaupt gar nicht gut, aber ganz offensichtlich hat er ja da schon so eine Art Plan. So, hier fällt vielleicht sogar die Maske, na, die ist jetzt da sozusagen ja gefallen, na, zu der Glückskarte, positive Rückkehr, die Maske, glaube, die kannst du dann auch abnehmen, na, da versteckt er sich ja auch gerade dahinter, vielleicht versteckt er sich auch vor dir, wenn da Funkstille ist, weil es geht hier um die Lebensreise, um die Träume, die Sehnsüchte, die Ziele, das Schiff fährt davon weg, also weg vom, ich mache mir was vor, er macht sich was vor, er macht dir was vor, du machst ihm was vor, jeder macht sich was vor, da wollen wir weg davon, weil wenn man mal die Karten auf den Tisch legt, na, dann sieht man hier schon ganz deutlich, dass ihr beide eigentlich zusammengehört und dass er hier diesen ganzen Müll, diesen ganzen Mist selber verursacht und fabriziert hat. Und jetzt ist er alleine, jetzt kann er mal zu sich kommen und jetzt kann er auch verstehen, okay, habe ich mal wieder so richtig schön reingelangt, na? Aber gut, ob du ihm die Tür öffnest, ob du ihn wieder in dein Haus lässt, das entscheidest du natürlich ganz alleine. Das ist das Gute beim Kartenlegen. Die Tendenzen kannst du wahrnehmen, musst aber nicht. Du bist immer noch Herr deines eigenen Willens. So, und von daher, ja, würde ich mal ganz einfach sagen, lasst viel Liebe da, ein Kommentar. Ein Daumen rauf würde ich mich freuen. Und ja, bleibt gesund, seid lieb zueinander. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!